muss zu Harry und mehr über seinen Anzug herausfinden. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Marvel Spider-Man 2. Und ja, in der letzten Folge ist ja einiges passiert. Wir waren unterwegs auf dem, beziehungsweise wir waren auf dem Freizeitpark und haben einige Spiele gespielt. Und natürlich, wie kann es nicht anders sein, gab es wieder einmal Probleme. Und ja, der gute Harry Osborn hat quasi jetzt herausgefunden, dass wir Spider-Man sind. Gut, auf die Art das herauszufinden ist natürlich auch nicht so schlecht, ne, im Vergleich zu manch anderen Momenten. Und Harry hat, ja, wie es der gute Peter gerade eben gesagt hat, Harry hat anscheinend einen neuen Anzug. Was es damit auf sich hat, gut, viele von euch wissen, was es ist. Der gute Peter weiß es noch nicht. Aber ich würde sagen, wir finden das einfach mal heraus, ne? Ich würde sagen, wir schwingen uns wieder durch die Stadt. Und vielleicht finden wir unterwegs noch einige Dinge, die wir kaputt machen können. Also, ne? Leute, die wir retten können. Aber ich würde sagen, let's go. Ah. So, auf geht's. Das Ding noch so kann. Was treibst du da? Wissenschaft, Kumpel. Ich betreibe Wissenschaft. Also, Spider-Man. Du sagst es MJ, aber nicht deinem besten Freund? Um dich zu schützen. Ich wollte... Klar. Ja, verstehe schon. Und dein Schüler ist das... der andere? Ist viel passiert, als du in diesem Tank warst. Ich weiß. Glaub mir. Ganz vorsichtig. Ups. ja. Ich mach uns mal Kaffee. Scheint eine lange Nacht zu werden. Was zum Teufel ist hier passiert? Wir haben nur Experimente gemacht. Wo ist Dr. Connors? Er hat sich freigenommen? Nein. Er nimmt sich niemals frei. Ich gehe dann mal. Ja, ich rufe dich später an. Besitzt Superkräfte? Das geht alles so schnell. Warte, was ist das? Hey Leute, ich empfange komische Signale vom Spider-Bot. Du auch? Genki, führst du irgendwelche Tests durch? Ich wollte euch gerade anrufen. Ein paar von denen haben das Netzwerk angepingt. Die benutzen seltsame Wireless-Protokolle. Ich sehe mir das an und sag Bescheid, was ich finde. Okay, also ja, das war ja eine sehr interessante Nacht gewesen, anscheinend zwischen den beiden. Harry hat trainiert und ja, Harry hat Superkräfte, allerdings glaube ich, hat Norman nicht auch die Fähigkeit? Also wir haben ja ganz am Anfang gesehen, dass Norman auch irgendwie sowas besessen hat oder ne, die Fähigkeit hatte. So, was geht ab hier? Wer will hier Mist bauen? Oh. Sie ist scharf aus. Ich lade Infos
auf den Spidey-Server. Verstanden. Ich sehe mich nach Ihnen um. Schickt mir die Daten, wenn ihr sie habt. Ich versuche rauszufinden, von wem sie stammen. Okay, neue Spider-Patronen. Interessant. Mit neuem Design, auch cool. Hey, lange Nacht. Hey, MJ. Harry und ich haben die ganze Nacht seinen Anzug getestet und Unmengen Pizza verdrückt. Es war toll. Genau wie früher. Also, ich muss es wissen. Was ist Harrys radioaktive Spinne? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es ist eine Art Exo-Anzug, der jede Spur seiner Krankheit vollständig auslöscht. Dr. Connors hat sich wirklich selbst übertroffen. Das ist unglaublich. Und kommt gerade recht, wenn man bedenkt, was im Park los war. Irgendwelche Hinweise, wo Tombstone jetzt ist? Noch nicht. Aber sobald ich was weiß, rufe ich dich zuerst an. Oh, du bist die Beste. Ja, ich weiß. Ach ja, stimmt. Okay, der gute Tombstone wurde ja entführt, nachdem er ja eigentlich nur noch ein Mitarbeiter des Freizeitparks war und kein Bösewicht mehr. Denn eine kriminelle Organisation versucht alle Schurken. Immer noch nicht, von wem der komische Spider-Bot war. Versuchen alle Dings, also alle bösen Schurken und Helden zu fangen, um eben eine Jagd zu machen. Ne? Der gute Craven. So, aktivieren? Nee, hä? So, jetzt aber. Nein? So. Okay, was haben wir? Wir haben neue Anzüge. Lass mal kicken. Sehr schön, sehr schön. Okay, 12 Stück haben wir. Wir gucken beim guten Miles mal rein. Das sieht doch schön aus, ne? Komm, wir nehmen den. So, wunderbar. Oh, wir können sogar mehrere Farben machen. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir nehmen den hier. Ne? Passt schon, kann man machen. Okay, Technologie. Ja, gut, da haben wir, ne, können wir Heilung machen. Können wir noch ein bisschen... Nein? Achso. Erhöht die Gesundheit, maximale beträgt. Parieren erfolgreich, machen wir das. Achso, das haben wir, okay. Ausweichen gewährt dir ein wenig Heilung. Erfolgreich parieren gewährt dir ein wenig... Okay, wir machen Ausweichen, weil parieren bin ich eher nicht so drin, ne? Wer es mitbekommen hat. Schaden gegen Gegner in der Luft erhöht sich. Erfolgreich parieren, nehmen wir das. Heldenmarken, okay, fehlt uns noch. Dann haben wir hier, das können wir machen. Das können wir machen und das können wir nicht machen. Gut, Bewegung. Gleite länger mit dem Netzflügler. Punktsprung wird auf maximale Kraft erhöht. Der aufgeladene Sprung und der Katapultsprung schleudern dich jetzt höher. Ja, können wir ja auswählen, ne? Okay, Geräte. So, wo ist jetzt hier Spider-Bot. Spinne mehrere Gegner mit einem Schuss ein. Cool. Stößt alle Gegner unternehmen mit einer Erschütterungsexplosion weg. Wunderbar. Fertigkeit. Habe ich hier überhaupt schon mal was gemacht? So. Zack. Immer einfach alles. Komm. Tag Team Action hier. Zack. Das ist halt das Schöne, ne? Ihr spielt, wir sammeln und können dann so viel Zeug freischalten. Das ist einfach nur Wahnsinn. So, gleich haben wir die 100%. Okay, schade. Okay, das war's. Gut, Missionen. Also, wir haben den Cyberbot. Was haben wir denn? Hauptstory abgeschlossen, okay. Fotohilfe haben wir noch. Ja, wir werden, wie gesagt, wir werden das Ding komplett beenden. Steht das jetzt hier nicht da mit dem Spider-Bot? Ach so, ich muss das. Hey, Yuri. Ich habe die Anhänger der Flamme zu einer verlassenen Klinik in Chinatown verfolgt. Gemeinsam finden wir vielleicht ihren Boss. Damit du sie auch zum Sterben zurücklässt? Nur wenn es sein muss. Hör mal, diese Sekte muss gestoppt werden. Komm mit, dann geht's leichter, aber ohne dich geht's auch. Wenn ich mitkehre, kann ich sie im Auge behalten. Okay, gut, dann machen wir eben eine weitere Aufgabe, ne?
Die gute Yuri ist wieder am Start gegen die Flamme. Na dann, let's go. Gut, ich muss das gedrückt halten. Ja, mein Fehler. Ui. Ach, ist das herrlich. Es ist so, es ist einfach nur Wahnsinn, so rumzufliegen, ne? Also. Oh, was? Stress. Juri, ich bin gleich da. Ich muss kurz hier Stress erledigen. Irgendwelche Lieferungen. Hallo. Tut mir leid. Habt ihr gerade beschäftigt? Bin ich keine Hilfe? Runter mit ihm! Oh, wie ich das vermisst habe. Barriere, drei Gegner, ja, haben wir nicht geschafft. Beschriftet diese Pakete mit zurück an den Absender. Richtig. Sehr gut. Aufstieg. Stufe 23, 24 mittlerweile. Sehr gut. So, dann geht's weiter. Klopf, klopf. Ist sie reingegangen? Nein. Wie soll das funktionieren? Zusammentun wie sonst, oder? Wie lange verfolgst du die Kerle schon? Ein paar Wochen. Hab Gerüchte über sie gehört. Sie hinterlassen Tote. Und ihnen liegt sehr viel an der Purpurstunde, was auch immer das ist. Der heiße neue Club in Hell's Kitchen? Wow, das ist mir einfach so rausgerutscht. Wer sagt sowas? Ich doch nicht. Okay, Hell's Kitchen treffen wir jetzt auf Daredevil. Spider-Man und Raid können gemeinsam einen doppelten Takedown ausführen. Wenn Kultisten grün markiert sind, können sie gefahrlos ausgeschaltet werden. Let's go. Okay. Ja. Längst gehört mir. Wir sollten nicht mehr lange warten müssen. Okay. Und zack. Zack. Sehr schön. Woran erkennen wir ihren Boss, wenn wir ihn finden? Diese Leute scheinen nicht sonderlich subtil zu sein. Sehen wir uns um. Okay. Und ja, es kam jetzt auch vor kurzem ein Update raus. Ich weiß nicht, ich habe es bestimmt in einem anderen Video mitbekommen. Was haben wir hier Schönes? Der Aussteiger, den ich gerettet habe. Wenn er schlau ist, hat er den Start längst verlassen. Der Aussteiger? Okay, besser als ein gewisser Anzeigerhauptmeister. Hehe, sorry. Ich glaube, okay. Die sind noch nicht lange hier. Vielleicht höchstens einen Monat. Wer vertraut dir? 10 Mäuse, dass es ihr Boss ist. Ja, die Frage ist allerdings, wer ist der Boss? Hierauf. Wir können hier lang. Ist halt immer super, ne, wenn man solche Nebenmissionen hat, dann bekommt man halt immer die Chance, neue Bösewichte kennenzulernen. Mehr Action. Kultisten ausschalten und weitergehen? Klingt gut. Okay, also, Takedown wird das ist schwierig. Halb Jahre her seit. Wie ist es dir ergangen? Ja. Okay. Schade. Smalltalk kannst du sparen. Ist der safe? Sicher gut. Das ist kein Smalltalk für mich. Ich habe mich um dich gesorgt. Mir geht's gut. Ich war wütend und
Wir sehen uns. Ach so. Geil, beide ausgeschaltet, sehr schön. Nein. Gefahr? Nachlässig darauf, dass du letztes Jahr diesen Handlanger umgebracht hast? Hab mich schon gefragt, wenn du es ansprichst. Was ich damals sagte, war so gemeint. Du willst mich ausliefern? Kannst du gern versuchen. Och nö, bitte nicht. Sehr gut. So. Ganz ruhig. Tja, da brauchst du nur noch einer. Tschüssi. Bam. Sehr gut. Noch keine Spur von ihrem Boss. Gehen wir weiter. Jo, wir gehen weiter. Was haben wir hier Schönes? The Flame, Trust You So, Trust in the Flame, The Unknown, Hide Everywhere. Okay, Prophet. Die Flamme kommt mir auch bekannt vor, ich weiß aber nicht genau woher. Versperrt. Wenn ich sie aufbreche, geht bestimmt ein Alarm los. Funktioniert wohl ohne Schlüssel. Irgendwo hier lässt die sich entriegeln. Und ich glaube. Ach so. Ah ja, das gute alte Scan-System. Schön. Nee? Blockiert, warum ist das blockiert? Warum ist das blockiert? Willst du mich ärgern? Die Tattoos zeigen in der Sekte die Hierarchie an. Ach nee, jetzt müssen wir raten. Muss ich jetzt hier irgendwas... Kennzeichen, Ränge unter Anhängern der Flamme. Soll das etwas Gutes sein oder etwas Schlechtes? Wie kann irgendwas davon gut aussehen? Naja, ich meine, hey. Neue Rekruten werden nach dem Beitritt wohl in Paare gruppiert. Gut, um alle im Auge zu behalten. Warte, ich habe eine Idee. Willst du das der Klasse mitteilen? Sieh nur zu. Ach so, ja klar, einfach den seine Hand nehmen und... Die Tür öffnet sich nur, wenn sie das richtige Paar Tattoos erkennt. Ich hab meins. Siehst du jemanden mit einem Hephaistos-Tattoo? Bitte nicht aufwachen. Und nicht das Tattoo, das ich suche. Okay. Toll. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Zum Öffnen einfach das Tattoo verwenden. Wer sagt's denn? Alle guten Dinge sind zwei. Und hast du irgendwelche Tattoos? Nur das von Spider-Corps Grabstein. Komm schon, wirklich? Wow, ernsthaft? Spider-Corps Grabstein? Toll, wir haben uns doch so gut verstanden. Wenn du nochmal abhaust, wird er nicht so gnädig sein. Vertraue der Flamme, denn alles brennt. Denn alles brennt. Oh mein Gott. Hast du das schon mal gehört? Nicht sicher. Lass uns die beiden gleichzeitig ausschalten. Ich mache, was du sagst. Wenn du jetzt all deine Energie verschwendest, hast du nicht genug für das, was uns noch erwartet. Okay. Wie kommt... Sorry. Sehen wir Sorry. Nach den Gefangenen. Jo, wir bringen wie dich geht's? Hier raus. Die Türsteuerung ist nebenan. Schnell! Wie viele Anhänger sind in dem Gebäude? Ich weiß es nicht. Viele. Viele, du bist mir eine. Hier vielleicht? Puh. Schade. Okay. Gut, hier ist nichts. Nebenan, ne? Das klingt immer wie, als ob es direkt nebenan wirklich gemeint ist. Wir bringen dich schnellstmöglich raus. Bitte. Ich sollte gar nicht hier sein. Ach so, da drin? Wir holen dich irgendwie raus. Wenn die Flamme euch lässt. Ja, klar, hey. Hey, alles klar da drin? Hallo? Juhu, hier bin ich. Juhu, hallo. Siehst du mich? Hey, guckst du hier? Ach, Mann. Wir wollen dir helfen. Nicht schon
Sorry. Die Steuerung ist also nebenan. Ja, ja. Wenn wir durch diese Türen gehen, werden wir gesehen. Ja. Schade, ich dachte, das wäre hier gewesen. Okay, dann machen wir den hier und den hier. Ui. So. Wenn das die Anhänger der Flamme sind, hält die Flamme dann da unten hoch? Ich glaube nicht. Er ist noch würdig. Werft die Zweifel über Bord und feiert den Übergang dieses Funken von Typhon zu Hephaistos. Alles okay mit dir? Du klingst. Alles prächtig. Du musst dein wahres Ich nicht mehr vor der Welt verbergen. Das ist ja wirklich wie bei Batman. Vor allem mit Tag-Team-Moves und sowas. Das ist schon. Ach, guck mal da. Zack. Nice. Und zack. So, okay. Es ist natürlich auch schön, dass die nicht reagieren. Nichts, nichts. Komm her. Ach ne, jetzt steht die dort. So, okay. Nicht gut. Schade, schade. Ach, verdammt, da stand sicher. Oh, okay, wir warten, wir warten. Ich will beide erwischen. Ich will Takedown machen. Oh nein. Nein, das steht doch nicht. Ausgelockt. Och nee, jetzt haben wir es verkackt, ne? Hä? 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 Warum? Ich bin doch gar... Hä? Leute, alles cool? Das glaube ich nicht. Gefahr, Gefahr, Gefahr. Komm schon, lass sicher da stehen, lass sicher da stehen, lass sicher da stehen. Nein, nein, nein. Komm raus, wo immer du bist. Mist. Es kam unerwartet. Und schon. Sehr schön. Einfach an die Wand nageln. Beziehungsweise einfach an die Wand spinnen. Hallo, Freunde. So. Schlaf gut. Siehst du irgendwo die Türsteuerung? Na, ich weiß nicht. Okay. Das sieht doch interessant aus. Hier laufen die Zellenkabel. Ja, aber erstmal Lesestunde. Buch der Flamme. Klingt nach einem Bestseller. Okay, was haben wir hier? Abschnitt 5, nehme ich mal an. Oder 6. Ich weiß jetzt nicht, ob es die 4 oder die 5 ist. Lasst mich gern wissen. Die Prophezeiung. Es beginnt mit der Ankunft eines Narrenfeuers, das versuchen wird, die Würdigen von ihrer Arbeit abzuhalten. Die Anwesenheit des Feuers bringt verheerende Seuchen über das Land. Oh boy. Oh boy. Das ist interessant. Na los! Wir müssen echt aufhören, uns so zu treffen, Yuri. Sonst glauben die Leute noch, du willst mich töten. Hätte nie gedacht, dass du noch mal jemanden überlistest, einem deiner Clubs beizutreten. Liebe ist nie eine List. Nichts davon ist Liebe. Ich habe die Hand ausgestreckt, als es niemand sonst tun wollte. Ich wette, du oder das Narrenfeuer hätten das nicht getan. Aber was wäre nötig, damit du mich auch liebst? Verrat mir dein Versteck, dann zeige ich's dir. Das Krankenhaus nördlich von Astoria ist jederzeit willkommen.
Oh geil, ist das jetzt ein Feuerbändiger? Ja, das sagen sie alle. Und schon. Ich liebe es. Flamme ist gar nicht hier. Wir müssen ihn verfolgen. Ach wirklich? Wir die Gefangenen befreit haben. Ach wirklich, der ist nicht hier? Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Bam. Hallo. Bam. Autsch. Tag Team. Sehr gut. Jo, ich bin da. Nur dort geht's raus. Warte hier. Wir gucken, dass es sicher ist. Und nein, halt. Jetzt geht er hoch. Epic Moment. Wieso nicht? Und hallo. Sehr gut. Oh nein. Ist es das erste Mal, dass du ihn gesehen hast, seit er entkommen ist? Lange versucht, ihn aufzuspüren, aber andere Fälle kamen dazwischen. Ich wusste aber, dass er nicht weit ist. Und die Anhänger der Flamme? Sind die wie seine alte Gruppe? Diese Gruppe war klein. Vorsichtig. Diese Leute hier. Ich weiß nicht, was größer ist, ihre Anzahl oder ihr Selbstvertrauen. Das Schicksal ist stärker, Spider-Man. Nice. Jetzt lass uns die Leute hier rausbringen. Das war schön. Wir brauchen nicht lange zum Krankenhaus. Yuri! Das ist die offensichtlichste Falle aller Zeiten! Und ich kenne Trapster. Wir können nicht warten. Du weißt nicht, wie er ist. Ich weiß, dass es nichts bringt, wenn wir reinstürmen und sterben. Wir brauchen einen Plan. Ich schaue mir die Krankenhausbasis an und checke, dass alles sicher ist. Zufrieden? So kann man es auch ausdrücken. Okay. Oder auch als etwas weniger gestresst. Mhm. Gut, also neue Aufgabe, die Flamme. Aber wo ist jetzt hier der Spider-Bot? Wo ist er? Alter, das klingt schon so. Oh Gott. Ja, hey, Gänsehaut. Ich hab was für euch. Begebt euch an diesen Ort. Felicia? Hey, Felicia. Ich hab über das von den Jägern geklaute Funkgerät etwas über die Stilgießerei in Williamsburg gehört. Klingt, als wäre Tombstone dort. Er könnte Hilfe gebrauchen. Danke! Zum Glück geht es dir gut. Hast du es nach Paris geschafft? Ja, das habe ich. Ich dachte, ich schulde dir was. Euch beiden. Auch wenn der andere Spider-Man sich nicht die Mühe machen konnte, aufzutauchen. Ja. Apropos. Spar dir die Erklärung. Wir sind beide drüber hinweg. Er ist übrigens einer von den Guten. Das stimmt. Danke für den Tipp. Ohne dich hätte ich Tombstone vielleicht nicht rechtzeitig gefunden. Ja, danke dir. Pass gut auf dich auf. Diese Modebanausen werden mich übrigens kein zweites Mal überrumpeln. Tada, Spinn. Miles, das übernehme ich. Schreib du deinen Aufsatz. Aber was wenn... Wenn Lee da ist, kümmere ich mich um ihn. Spider-Man kann warten. Miles nicht. Na schön. Aber melde dich. Okay. Hoffentlich
Eigentlich hatte Felicia recht. Ich muss zu Tombstone, bevor Craven ihn von seiner Liste streicht. Alter, wo ist diese Spinne? Hä? Wärst du kein Roboter, wärst du sicher giftig. Spider-Woman-Bot. Okay. Ja, weil Spider-Woman, ne? Giftig. Haha. So, okay. Gut, neue Aufträge. Jagen Sie, Fotohilfe. Immer macht eine Foto-Action. Keine Ahnung, was Spider-Man da tun kann, aber ich versuch's. Okay. Okay, Flamme wird jetzt nicht mehr angezeigt. Das dauert jetzt erst wieder. Etwas zu jagen. Das beende ich lieber. Oh yeah. Hallo Freunde, ich bin's wieder. Sie verletzen hier verschiedene Auflagen. Ja. Ich wollte euch nicht ans Bein pinkeln. Oder vielleicht doch? So. Na, mal gucken, was jetzt für ein Foto ansteht. Oh, guck mal, hier ist noch eine Spider-Spinne. Alter, die Geräusche, ne? Von der Spinne. Boah. Soll ich vorstellen, wenn so in echt eine echte Spinne klingen würde? So, mit den Geräuschen. Junge, ich würde wahnsinnig werden. Spider UK. Okay. Oh, das ist direkt eine Sammlung. 42? Oh, Leute, wir haben... Oh, mein Gott, wir haben noch einiges zu tun. 23, ja gut, das haben wir fast erledigt. Flint Marco, das könnten wir theoretisch auch noch beenden. Geil, also es läuft, ne? Wir kommen gut voran. Und sowas feiere ich halt, wie gesagt. Ne? Sowas finde ich halt gut. Dass man so viel Stuff zum Sammeln hat, um am Ende dann irgendwas Neues freizuschalten. Wenn es nur ein Kostüm ist oder so, ne? Oder vielleicht ein neuer Boss. Also. Ja. Anfrage entdeckt. Fotoshooting. Hallo. Keine Sorge. Ich lerne noch mit Lilly. Okay. Hey! Hab dich! Ja, hallo zurück. Oh, ich wollte ein ungestelltes Foto. Ich möchte eine Fotojournalistin sein, die die Stadt so zeigt, wie sie ist. Wie dieses Foto von Peter Parker. Das war vor langer Zeit sein allererstes Coverfoto. Sowas will ich machen. Wow. Unglaublich, dass du das hast. Das erste Cover. Ich weiß noch genau, wann er das gemacht hat. Oh, cool. Mr. Jameson, hier ist Peter Parker. Ich wollte Ihnen ein paar Fotos verkaufen. Naja, mein Onkel ist gestorben und die Hypothek ist fällig und... Parker, Ihr Leben interessiert mich nicht. Tut mir leid. Ich sitze vor dem Bugle bei einem Kaffee. Wenn Sie hier sind, bevor ich fertig bin, sehe ich mir Ihre Fotos an.
Aber ich warne Sie, ich trinke schnell. Mr. Jameson, ich bin mit dem Rad auf der 5. Der Verkehr... Wenn Sie was wollen, strengen Sie sich an. Aber... Sind Sie jetzt New Yorker oder bloß irgend so ein kaffender Tourist? Ein New Yorker? Na, dann schreien Sie weg da und bahnen sich Ihren Weg. Und wenn's nicht weitergeht, fahren Sie außenrum. New Yorker finden immer einen Weg. Schon, ich muss zur Arbeit. Wissen Sie, wieso die Menschen hier leben? Wegen der billigen Mieten, der niedrigen Lebenskosten? Nein. Hey, dieses gottverlassene Höllenloch ist die tollste Stadt aller Zeiten. Oh nein, Fische. Lassen Sie die Ausreden und machen Sie weiter. Als ob da halt wirklich Zeug rausfischt. Ich schaffe es niemand. Konzentrieren, oh. Parker! Entschuldigung, darf ich mal durch? Oh nein, 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 nein. Sie, pass auf, Schwachkopf, die Straßen gehören mir! Hey, Schwachkopf! Ups, sorry, Verzeihung, ich muss mal durch! Mann, Parker, ja, erbärmlich! Ich bin so, oh Gott. Seien Sie ein Mann! Zeigen Sie denen Ihre Männlichkeit! Ja, Sir! Moment, was? Hey. Männlichkeit, Ach mein Gott. Aus der Bahn, sorry. Oh, schade. Ich dachte, die lassen den Kaffee fallen. Oder was auch immer. Oh, sorry. Aus der Bahn, sorry. So. Fast geschafft. Oh Gott. Ich fahre durch den Washington Square Park. Mein Kaffee ist gleich alle, Parker. Schwingen Sie Ihren Hintern. Ach nö, ernsthaft? Der Junge wird sich noch umbringen. Danke. Seien Sie nicht so schüchtern. Tut mir leid. Und keine Entschuldigung. Ist er gerade ausgeraubt? Passiert dir ständig, Parker? Seid ihr ein New Yorker? Sei ein New Yorker. Die Stadt ist voller Menschen, Schatz. Zwei können nicht kommen. Hey, lass ihn in Ruhe! Was hast du gesagt, du Bohnenstange? Jo, ich hab gesagt, lass ihn in Ruhe. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ich bin Peter Parker. Uah, aua. Hey, was gabst du so, du Tourist? Oh, war nur ein Witz. Cool, wir kämpfen einfach als Peter gegen. Oh Gott. Oh nein, nein, nein. Ich reiß dich in Stücke, du kleiner Freak. Ja, dann komm doch. Ich kann nichts machen gegen dich, ne? Du bist ein großer Typ. Du kannst dankbar für deine Maske sein, schätze ich. Dafür wirst du zahlen. Aua. Man merkt einen Unterschied, wenn man keine Fähigkeiten nutzt. Du aber bist, desto geht eigentlich. Nicht, dass du fett wärst, das meinte ich nicht. Ich schraub dir deine rüber. Geschafft. Und es hat sogar Spaß gemacht. Alles okay? Alles okay? Jetzt schon gut? Ja, weil du zu Hilfe kamst. Danke. Keine Ursache. Rat, auch was abbekommen. Oh, wie komme ich jetzt rechtzeitig zum Bugle? Oh, meine Fotos, alle ruiniert, bis auf eins. Hä? Ach so, ich dachte, das würde jetzt die Szene sein, wo er das Foto aufnimmt und nicht, wo er... Ist jetzt vermutlich zu spät. ...schon hat. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt die Entstehung des Fotos. Und ich diesen Job. Ich schaffe das auch zu Fuß. Ich muss. Und los. Aus dem Weg! Ich bin ein New Yorker! Lasst mich durch, Leute! Aus der Bahn, lasst mich durch, geht weg. Schön. Bam, bam. Einfach alles wegschubsen. Oh, da ist er ja schon. Mr. James, Mr. James. Komm schon, komm schon! Wo ist der? Nicht? Ich dachte, er sitzt dort. Habe ich Nasenbluten? Oh, ich habe Nasenbluten. Okay. Hey, da ist er doch. Hä? Mr. Jameson? Peter Park. Sie sind zu spät. Ich habe etwas. Für die Titelseite des Bugle. Ziemlich großspurig, was? Ich trage mein Selbstbewusstsein jetzt nach außen. Wie ein New Yorker.
Parker, das ist schrecklich. Miese Beleuchtung, grottenschlechter Bildaufbau. Nur Gott weiß, warum sie noch Filme verwenden wie ein Höhlenmensch. Und ihre Nase blutet. Aber sie haben Glück. Ich brauche ein Bild von dem Spinnenfreak für die Titelseite morgen. Glückwunsch! Sie sind jetzt Bugle-Fotograf. Wirklich? Danke, Sir. Sie werden es nicht bereuen. Alles okay? Du starrst das nämlich schon seit circa 5 Minuten an. Ja, ja. Also, kannst du mir sagen, wie ich Peter Parker treffen kann? Du willst ihn nicht kopieren. Mach dein Ding. Was ich dir sagen kann, ist, dass er gelernt hat, seine Ziele zu verfolgen. Und bei Problemen einen anderen Weg zu finden. Gut. Ich werde einen anderen Weg finden. Gib mir ein Actionfoto für den Bugle. Oh, klar. Gerne. Passt das? Ja, und neig dich im Sprung nach links für ein Silhouettenbild. Okay, geht klar. Achtung, fertig. Spring! Yeah, Spidey! Bis zum nächsten Mal! Achtung, Truthähne! New Yorker im Anmarsch! Juhu, sehr schön. Wunderbar. So, ich mach mal ganz kurz Break und bin gleich wieder da. So, da bin ich auch wieder zurück. Ja, ich musste kurz die Nase säubern, denn, ne, ihr kennt's ja. Ist immer unangenehm, wenn während der Aufnahme auf einmal die Nase zu ist. Das findet niemand gut. Gut, was haben wir noch Schönes am Start? Jagen und Leben, Leben und ja, nee, Quatsch. Jagen ist Leben, Leben ist Jagen. Warum habe ich und gesagt? Was ist, wenn ich jetzt zu Miles wechseln würde? Was passiert dann? Kann ich dann neue Aufgaben erledigen? Hui! Hm. Ja klar, neue Aufgabe, gleich mal eine Spider-Bot-Sache gefunden. Spidey? Hab dich. Hast du immer einen Snack dabei? Der Schwanz ist praktisch. Aha. Zu schnell, Leute. Viel zu schnell. Na los, versuch uns zu schnappen, Spinner. Fahrlässige Gefährdung, damit ich euch verfolge? Nicht stilvoll. Surfing. Everybody surfing. So, sehr schön. Wo habt ihr Jäger das Autofahren gelernt? Ja, gute Frage. Kann nicht geöffnet werden? Was? 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 Warum nicht? Ich will das jetzt öffnen. Okay. Warum kann ich das jetzt nicht öffnen? Oh, eine Kiste. Nein, 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 nein. Haben wir hier noch irgendwo Teile des Sandmans? Foto, Foto. Foto, Foto. Fuhrpark, Ansitz, Jäger. Okay, also hier haben wir nichts. Hier haben wir nochmal ein Phantomteil. Das könnte man noch mitnehmen.
Jagdhunde. Das sehe ich mir mal an. Wer von euch ist das Alpha-Tier? Autsch. Kontrolle von Menschenmengen klingt auch gut für meinen Lebenslauf. Ach, schade. Zwei von... Geschafft. Oh, das war jetzt überraschend, aber hey, nehme ich gerne mit. Brawler Versteck. Juhu. Genau das, was ich wollte. So. Ja. Okay, es wird wieder gesucht. Es wird gesucht und es wird noch nicht gefunden. Hä? Okay. Ernsthaft? Achso, hier. Also das muss ich... Ah, jetzt. Ich hab das voll drauf. Sehr gut, und... Noch eine Sicherheitsebene. Diese Tür ist verstärkt und wird von einem elektrischen Overlay gesteuert. Ja, ich muss bloß herausfinden, wo... Das System hat keinen Strom. Ich muss es wieder zum Laufen bringen. Okay. Der ist es nicht. Na toll. Na gut, alle guten Dinge sind drei, ne? Ein Generator läuft schon mal. Aber ein bisschen mehr Strom wäre nicht schlecht. Achso, ich muss sowieso alle drei aktivieren, ne? Dann. Was das jetzt? Jawohl, sehr gut. Hey Kleiner, hast du meinen Vorrat am Käfig? Der Käfig! Ich wusste, dass ich ihn kenne. An der Westseite des Gebäudes hat man einen guten Blick auf die Körbe. Einer der legendärsten Streetball-Plätze auf der Welt. Bevor ich anfing zu stehlen, hatte ich die meisten meiner Kämpfe mit deinem Vater auf diesem Asphalt. Ach was! Du hast gegen Dad gespielt? Nee, wir haben Krieg geführt. Aber als Zweierteam haben wir zusammengehalten.
Er hatte die härteren Moves, ich die größere Klappe. Wir waren unbesiegt. Wie wär's, wenn wir nach deiner Entlassung hier ein paar Bälle werfen? Vertrau mir, Neffe. Das willst du nicht. Komm schon. Ich hätte noch Platz für eine neue Trophäe. Bis dann, Onkel. Bis dann. So, okay, also es ist keine neue Mission verfügbar. Es ist wirklich jetzt nur sammeln. Nehmen wir die noch mit? Ja, komm, wir nehmen die noch mit. Why not? Oh, warte mal, hier war irgendwo eine Spinne. Hast du das gerade richtig gesehen? Nee, hä? Ich höre hier immer Geräusche, ne? Ach, da oben ist eine Kiste. Also für Kisten habe ich immer Zeit. So. Gib mal her. Da. Komm, mach noch mal. Jetzt blind oder was übersehe ich? Ich habe das doch in der Luft. Oha. Okay, das ist Next Level. Oha. Okay. Nein, ich muss rankommen. Nein. Ach, schade. Juhu. Nein. Bitte. Nein. Ja doch, ich hätte es. Oh, perfekt. Geschafft. Geil. Hey, ich habe was gefunden. Diese falschen Spider-Bots werden offenbar von Dritten angepinkt. Jemand anders verfolgt sie also? Genau. Ich muss nur herausfinden, wer. Alle weiteren Bots, immer her damit. Ich brauche so viele Daten wie möglich. Gut gemacht, Genki. Wir kommen der Sache langsam näher. Okay. Also es ist nicht ganz umsonst. Och nö, schon wieder eine Verfolgungsjagd. Leute, bitte. Ah, hab ich's doch richtig gesehen.
Okay, ich dachte, ich hätte da was Blaues gesehen. Noch mal kurz gucken. Nee, war doch nichts. Gut, weiter geht's. Sag über soziale Medien, was du willst. Aber sie haben so vielen Läden beim Überleben geholfen, die früher einfach bankrott gegangen wären. Okay. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Surfing. Everybody got surfing. Ich wusste nicht, dass du so schnell bist, Spidey. Schade, guckst du, wa? Oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Muss es ein Prowler-Versteck geben. Also ob ich es gleich beim ersten Mal finde. Ja, als ob. Da ist es. Oh Gott. Vielleicht muss ich ihn woanders hinbewegen. Kann ich? Davon habe ich schon viele geöffnet. Immer her damit. Kuckuck. So. Sehr schön. Noch einer weniger. Oh. Hey, Leute, Leute, Leute. Für einen Hinterhalt müsst ihr euch clever anstellen, ja? Onkel Aaron hatte recht. Die Jäger wollten seine Technik haben. Alles in Ordnung, Junge? Es gab ein paar unbefugte Zugriffsversuche auf meinen Vorrat im Versandhof. Ich bin Cravens Jägern begegnet. Sie wollten tatsächlich deine Technik. Sie müssen echt gut sein, wenn sie es gefunden haben. Nicht mal dein Vater hat's geschafft. Dad? Das war der erste Showdown zwischen Officer Jefferson Davis und dem Prowler. Ich musste stundenlang im Frachtcontainer warten, nur um ihn abzuhängen. Ich wünschte fast, er hätte mich damals dort erwischt. Ich wollte nie, dass er da reingerät. Naja, ich bin froh, dass du da jetzt raus bist. Pass auf dich auf, Onkel. Du auch, Mann.
Mache ich. Okay. Schön. Wieder ein weiteres Gebiet gesäubert. Haben wir noch irgendwo was offen? Einfach so random. Irgendwo hier, irgendwo da. Was ist das hier? FST, achso, eine Anfrage. Ist das für uns oder für Peter? Howard möchte was? Wo seine Vögel wohl diesmal hingeflogen sind? Ach, der Howard. Howard the Duck, wollte ich gerade sagen. Ja komm, den guten Howard nehmen wir noch mit. Noch den ganzen Block sprengen. Oh, hey, Ma'am. Hilfe gefällig? Ach, guck an. Jetzt kriegt man noch Unterstützung. Das ist ja geil. Nein, nein! Oh, das ist nicht Howard gut. Möchte was? Wo seine ja. Vögel wohl diesmal hingeflogen sind? Ja. Wo die Vögel wohl die. Nein, jetzt ist das wieder nicht gesaved. Oh. So, los geht's. Okay, das war Schuss in den Ofen. Nicht so gut. Aber dass wir jetzt von ihr Unterstützung kriegen gegen die Flamme, ist natürlich auch schön. Howard. Geht's dir und den Tauben gut? Ach, uns geht's gut. Willst du dich zu uns setzen? Okay. Natürlich. Wie kann ich helfen? Manchmal sitze ich einfach da und beobachte. Da kommt eine Fähre. Dort. Da ist sie. Willst du mit den Vögeln verreisen? Die werde ich nicht nehmen. Die nächste dann. Ich liebte die Fähre. Es war, als ob ich in ein Abenteuer segeln würde. Howard? Siehst du das gelbe Boot? Unten schwarz? Das Ding hat Stil. Ein Superboot. Wünschte, ich könnte mit der Hummel eine Runde drehen. Hey, Howard? Und damit über den ganzen Fluss fahren. Zu den drei Säulen. Einer uralten Stadt in den Wolken. Uralte Stadt? Ich komme nicht mehr mit Howard. Weiter rechts. Achte auf die roten Lichter. Ich sehe sie. Drei Schornsteine. Aber wieso? Ich arbeitete 20 Jahre in der Fabrik. Wurde gefeuert. Und suchte nach dem Sinn. Und als meine Frau starb, nahm sie mein Herz mit sich. Aber meine Vögel haben mir das Fliegen wieder beigebracht. Besonders Pidgey. Howard,
bin für dich da. Ein letztes. Kannst du die Freiheitsstatue sehen? Sie ist ganz weit links. Das ist sie, eindeutig. Pass auf. Das ist der Schwarm. Ich brauche deine Hilfe, Spider-Man. Ich gehe endlich auf ein Abenteuer. Aber zuerst will ich meine Vögel freilassen. Sie sollen die Welt außerhalb der Stadt sehen. New York ist aber für Tauben der schönste Ort der Welt. Kannst du sie in den Norden bringen? An einen ruhigen Ort? Aber sie brauchen dich, Howard. Es wird Zeit. Pfeife mal. Alles klar, Howard. Fliegt los! Bring die Vögel in die Freiheit. Oh, wie schön. Okay, für Howard. Für die Tauben. Bleiben wir im Wasser. Mir fällt bald ein Ort ein. Was? Mission verlassen? Verletzte... Hä? Und jeden vollkacken. Aber nichts, was ihr nicht schon mal gesehen hättet. Wir bleiben dran. Von der Brooklyn Bridge aus hat man einen schönen Blick. Brooklyn liebe, das ist nicht das richtige Zuhause für euch. Die Meeresbrise sieht heftig aus. Legen wir Tempo zu. Hey, Peachy, zeig uns eine Fassrolle. Mit dem Wald bei Queens. Ma ist da früher immer mit mir hingegangen. Das war wie eine versteckte Oase. Klingt nach einem schönen Ort für Vögel. Oh, wow, eine Regatta. Das wäre was für Howard. Keine Sorge, Vögel, wir sind fast in eurem neuen Zuhause. Steht auf unsere Netzflügel? Danke für die Inspiration. Hat immer viel Spaß gemacht, euch durch New York zu jagen. Hast du einen schönen Ort für meine Kleinen gefunden? Ich dachte an einen Ort in Queens. Meine Mama hat mir den Ort gezeigt, als ich klein war. Viel Platz in der Natur für Peachy und seine Freunde. Das klingt gut. Danke. Nicht viele Leute haben mich hier gut behandelt. Jederzeit, Howard. Es ist ein anderer Stadtteil, aber nah genug für einen Besuch. Ich bring die Vögel unter und bin gleich zurück. Howard? Ich hoffe, euch gefällt's hier. Tja, das war anstrengend. Puh, ich nehme den nächsten Zug. Ich
sehe lieber mal, wie es Howard geht. Sicher schwer, wenn die Vögel das Nest verlassen. Nein. Oh, ich wusste es. Howard? Wohl ein natürlicher Tod. Oh, hey, Spider-Man. Tut mir leid. Howard war ein Freund. Nimm alle Zeit, die du brauchst. Falls es hilft, er sah ganz friedlich aus. Ja. Er erlebt jetzt ein neues Abenteuer. Und seine Frau ist bei ihm. Keine Sorge, Howard. Der Schwarm ist frei. Oh Gott. Oh, verdammt. Damit hätte man sich... das hat mich jetzt getroffen. Oh Gott. Okay, das ist... ja. Gut, ich würde sagen... Oh Gott. Ich würde sagen, das war eine weitere Folge Let's Play Marvel Spider-Man 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar, aktiviert gerne die Glocke. Und wenn ihr Lust habt, gerne ein Abo. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin erstmal... Tschüss.